Die mehr als 3300 Seelengemeinde Hof bei Salzburg setzt auf Nachhaltigkeit und gezielte Verbesserung der Lebensqualität. Denn sie ist seit dem Frühjahr 2013 Teil eines Prozesses, der gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für eine aktive Zukunfts- und Lebensraumgestaltung sorgen soll. Die Agenda 21. Agenda 21 ist eine Beteiligungsmöglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden. Die Gemeinde beschließt das und lädt dann alle ein, sich Gedanken zu machen über die Entwicklung einer Gemeinde, heißt in Umweltfragen, aber auch ganz stark soziale Fragen, Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen, wie schaut die wirtschaftliche Entwicklung einer Gemeinde aus, aber auch Fragen der Mobilität, Kinderbetreuung, im Grunde genau das, was eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger auch bewegt, und daher hat es auch eine sehr starke soziale Funktion. Unter dem Motto Zukunft gemeinsam gestalten soll nun die Region gestärkt und enkeltauglich gemacht werden. Also die Grundmotivation war, die Bürger viel näher an die Gemeinde und an einen Ort zu binden. Durch diese Bürgerbeteiligung erwarten wir uns, dass sie sich mit dem Ort auseinandersetzen und auch mithelfen, im Ort Projekte umzusetzen. Jetzt heißt es also an einem Strang ziehen. Und dabei soll der Bürger künftig ganz im Mittelpunkt stehen. Insgesamt wurden 600 Hoferinnen und Hofer nach ihren Wünschen, Anregungen und Beschwerden befragt. Wir möchten Hof enkeltauglich machen, ja. Und das war der Appell dann auch an die Bürger, wenn sie den Fragebogen ausfüllen, daran zu denken, wie soll der Ort Hof aussehen, eben für unsere Enkel. Und da haben die Bürgerinnen und Bürger bereits ganz konkrete Vorstellungen. Eine Idee konnte bereits nach 3 Monaten erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden. Hofolino heißt die neue Spielgruppe. Ein Treffpunkt für Klein und Groß. Es ist voll nett, dass wir unter die Leute kommen und wieder beim Nein kennenlernen. Und auch, dass er unter andere Kinder kommt. Also ihm gefällt es ganz speziell. Uns ist total wichtig, weil wir wohnen erst seit einem Jahr in Hof und kennen natürlich Närm. Deswegen ist natürlich der Anschluss klasse. Vor allem, wenn man sich denkt, dass die Kinder wahrscheinlich später gemeinsam in den Kindergarten und in die Schule gehen, dass man sich doch ein bisschen kennt. Geborgenheit, gegenseitige Fürsorge und Hilfsbereitschaft. Themenbereiche, die den Bürgerinnen und Bürgern ganz besonders am Herzen liegen. Da geht es darum, dass wir eben versuchen, einen sozialen Hilfsverein zu gründen. Also wir sind da jetzt in den Vorbereitungen sprechender. Und dieser soziale Hilfsverein sollte abdecken, zum Beispiel ehrenamtliche Hilfs- und Besucherdienste für Personen, die noch zu Hause wohnen, aber nicht mehr alles selbst machen können. Das sind aber keine professionellen Dienste, dass man sagt, so wie die professionellen Anbieter, sondern einfach einmal Rasen mähen, Müll entsorgen oder solche Sachen. Mobilität ist auch ein Thema für die älteren Besucher, aber auch zum Teil für die Jüngeren, also da treffen wir beide. Aber dann für die Älteren natürlich auch Begleitung zum Arzt. Und damit dem Arztbesuch und der ein oder anderen Erledigung in der kleinen Ortschaft nichts im Wege steht, beziehungsweise liegt, soll die Gemeinde nun barrierefrei gemacht werden. Der älteren Bevölkerung gefällt's sichtlich. Die Leute sind sehr nett in Hof. Und ich fühle mich da sehr wohl, muss ich schon sagen, ja. Damit sich hier auch die Zurgroßen wohlfühlen, darüber haben sich die Einheimischen auch schon Gedanken gemacht. Die Mischung ist noch nicht so ganz gut gelungen und da schaut man einfach, dass die Neuen, die Urbevölkerung kennenlernen, dass sie das gut durchmischt. Und da war das so die Aktion, dass man sagt, alle, ob sportlich, unsportlich, groß, klein, Familien, Singles, gehen von Bauernhof zu Bauernhof und lernen die Bauern kennen. Und das war dann so nett, weil auch die Bauern teilweise selbst mitgegangen sind. Es waren 5 Etappen. Auch beim Lorstbichelbauern ist die Wandergruppe auf eine Stärkung mit heimischen Schmankerl eingekehrt. Für Bauer Johann Herbst war die Beherbergung quasi selbstverständlich. Die Stimmen bei dieser Hofraß waren an und für sich sehr gut. Also, es waren sehr viele Teilnehmer dabei. Und trotzdem, da die Wetterlage nicht so günstig war, waren doch alle sehr gut drauf.
Das lang ersehnte Ziel war dann das Rauchhaus, wo in geselliger Runde noch das ein oder andere Schnapserl getrunken wurde. Und da sind wir dann verwöhnt worden. Da hat es dann Speckbrote gegeben, Aufstriche, frisch gemachte und gute, viele Getränke, gekühltes Bier, aber auch einen warmen Tee für die, was gefahren haben. Hofroß, Hofolino und Barrierefreiheit. Alles Ideen, die bereits in die Praxis umgesetzt wurden. Beim Kulturprogramm dürfen künftig auch die Teenager aktiv mitgestalten. Denn das Kulturzentrum Kult soll nun auch verstärkt für die Jugend ein Treffpunkt sein, sei es musikalisch oder in Form einer Filmnacht. Auch das Verkehrsthema hat die Bürgerinnen und Bürger massiv beschäftigt. Unter dem Motto mehr Flair, weniger Verkehr soll nicht nur der Ortskern verschönert, sondern auch der Verkehr gedrosselt werden. Wir wissen, dass wir die B158 nicht irgendwo anders dahin bringen. Ist auch ganz klar, über andere Sachen zu diskutieren, steht einfach einmal offen. Nur der Verkehr wird in Zukunft noch mehr werden. Oder das Angebot der öffentlichen Verkehrsnetze wird höher und dichter und damit bringt man den Verkehr weg von der Straße. Von Verkehr und Mobilität über ein soziales Miteinander bis hin zu Umwelt- und Kulturthemen. Konkrete Maßnahmen in diesen Bereichen sind bereits getroffen worden, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Dass das nicht von heute auf morgen geht, das weiß auch der Bürgermeister nur allzu gut. Naja, es ist eine Herausforderung für jede Gemeinde, für jeden Bürgermeister. Auf alle Fälle ist es so, dass die Bürger Interesse zwangt. Sie wollen mit dabei sein, sie wollen gestalten. Man muss aber den Bürgern auch klar sagen, sie können nicht erwarten, dass alles umgesetzt wird. Das ist eines der wichtigsten. Man darf die Hoffnungen natürlich setzen, aber man muss schon im Vorfeld sagen, für manche Projekte wird man halt einige Zeit brauchen. Diese Beteiligung ist sicher die große Chance für alle Gemeinden, die eigenen Bedürfnisse gut kennenzulernen, zu definieren, gute Ziele zu definieren und sich gemeinsam auf einen Weg zu machen, auch dann stückweise das umzusetzen. Das heißt, es ist sehr konkret und sehr, sehr klar auf die Bedürfnisse jeder Gemeinde zugeschnitten.